Gut, ganz toll. Wir sind vollkommen waffenlos. Das ist ja richtig super gelaufen gerade. Wir sind schon ein super Gangbanger. Ich muss unbedingt mal dran denken, die Sensitivität der Maus ein bisschen runterzustellen. Das macht mich doch ein bisschen fertig hier, dass das so extrem hin und her zuckelt. Aber wisst ihr was, wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir einfach mal Big Smokes Auftrag und widmen uns Sweets Girl dann einfach später nochmal irgendwann. Schauen wir doch mal, was es hier einfach Schönes gibt. OG Loke. Oh nein! OG Loke? Oh Gott! Yeah, you know Jeffrey's been somebody's bitch for the past 3 weeks, right? I know. Yeah. Hey, what's up, CJ? What's up? What's up, man? Wanna go to prison? What? Nah, pick up Jeffrey. He's touching down today. You wanna roll? Yeah, for sure. What Jeffrey doing locked up anyway? We'll talk about that later, man. Let's roll. We're late. Auf geht's. Good to hang with you, brother. I'm sorry I get a little tense. Don't worry about it. Hey, it ain't Jeffrey no more. It's OG Loke. OG Loke? Oh, yeah. He's a real gangster now. I see. And what'd he do? Anything he can get thrown in jail for? For his career? Joyriding? Parking fines? Or some other bullshit? Richtiger Gangster halt. Naja. Damals hat das eben noch so dazugehört. Wahrscheinlich heute immer noch. Gangsterlogik, Gangbanger-Logik. Ich verstehe es nicht. Aber der Typ ist eben ein bisschen speziell, wie wir jetzt sehen werden. Hey, there that fool go. Look at this fool, man. Perpetrating like he banging. Think he hard. Look at him. Boy, I tell you. I know that fool can't be serious. Hey, what's happening with you, Jeffrey? Hey man, it's OG Loke, homie. OG Loke. My bad. How was it though, homie? Man, what you think? How was it? Hey, chill out, dude. So what you wanna do now? Man, I gotta kill some chola motherfucker. He was dissing me, man. Hey, Jeff. I thought you was going to college. Man, fuck you, motherfucker. Done stole my rhymes. He's in East Flores. Hey, give me a strap. Man, why don't you stalls out with that shit to get in the car? Fool. Okay, auf zu Freddy's Haus. Wollen wir den Typen mal besuchen? What's your plans, big gangster? Now you a free man and all. Man, I ain't free. My parole officer lined me up with a job. Motherfucker always trying to keep a player down. You got that right. Still, ain't so bad. I'ma be a hygiene technician. Coming up in the world, huh? Just a stepping stone to greatness. Okay. Ja, OG Loke wird uns leider ein bisschen begleiten in nächster Zeit. Und der Typ ist immer so drauf. Er ist eine Plage. Also, ich weiß nicht, generell in der Grove Street, die meisten Leute sind eigentlich eine Plage. Ich meine, Smoke ist okay, labert aber die ganze Zeit irgendwas von seinem Bibelkram rum, was auch mit der Zeit ein bisschen nerven kann. Sweet, boah, ich weiß nicht, ich bin nie warm geworden mit Sweet. Dann hast du noch Ryder, gut, über den habe ich mich ja schon ausgelassen. Und jetzt noch OG Loke, super Truppe, ganz toll. Sowas will man haben. Man, this is the spot. Ain't this Vagos hood? Man, I don't give a shit, I'm gangster. Come on, let's leave Loke to deal with Casanova. Hey, I'll stick with Jeff, I mean... Loke. Okay, cool. I'll see you guys back on set. Warum, CJ? Warum? Okay, gehen wir mal klingeln. Und schauen mal, was uns da erwartet. Freddy, I've come for you, you motherfucker! Hey, Loke, hold up! Jeffrey, you got the wrong idea, man. That was just a prison thing. I got plenty of muchachas on the outside. I don't need your scrawny ass. Man, ignore him. CJ, I don't know what he talking about. Hey, yo, give me back my rhymes, you thief. I'm gangster. You dropped the soap, sugar. I don't know nothing about any rhymes. Hey, hey, motherfuckers making a run for it. Hey, Loke, get back here, nigga. You crazy. Hey, yo, back off me, CJ. I gotta protect my rat. Ja, ja, so viel zum Thema Knastrache. Ooh,
chase me! Geht klar. Wenn du es so willst, kannst du haben. Oh, ich kann mich noch zu lebhaft dran erinnern an die Mission. Die habe ich schon relativ oft verkackt, glaube ich auch. Wow. Ist halt alles etwas hügelig hier. Komm, Ziel besser, Loke. Du kannst das. Hoffe ich. Weiß ich nicht. So, mal ein bisschen Gas geben. Endlich mal ein bisschen. Oh Gott, so viel dazu. Auf gerader Strecke. Alter, du musstest natürlich genau da jetzt Gas geben, du Arschgesicht, wa? Ja, komm. OG. Fucker. Ist doch nicht zu fassen. Gut, aber noch sind wir ja offenbar im Rennen. Ich weiß gar nicht, ob der auf einen wartet oder ob er abhaut. Alter. Kein Glück gerade, kann das sein? Wer baut denn eine Laterne hin? Catch me if you can. Er wartet. Er wartet definitiv. Alles klar. Aber er will uns, glaube ich, auch einfach nur verhöhnen. Kann das sein? So ein bisschen. Komm, machen wir einfach mal mit hier. Ich glaube, wir können ihn sowieso nicht treffen, aber einfach nur so. For the lulz. Achso, ich sollte mir vielleicht aber auch was aufheben. Für ein eventuelles Gefecht dann nach dem... nach der Verfolgung. Sehr schlau von mir. Naja, was soll's. So, müsste es nicht bald mal zu Ende sein? Jeha! Und weiter geht's. Ich weiß gar nicht, das nimmt doch ein Ende irgendwann, oder? Zumindest habe ich das so in Erinnerung. Weil der Typ kriegt es ja eh nicht hin hier. Ja, ja, hier müsste es bald zu Ende sein, glaube ich. Ja, man merkt es auch, es geht gar nicht anders. Alter. Wenn die Gegner nicht von ihrer Spur gedrängt werden können, dann muss die Verfolgung bis zum Ende durchgeführt werden. So, jetzt. Jetzt geht's los. Wir sind wieder da. Wir sind wieder in East Flores. Aber der Typ fährt lieber nochmal weg. Okay. Bleib stehen, du Sau. Ah ja, hier ist es, genau. Ich gehe mal kurz ein Stück weg. Okay, habe ich überhaupt was? Ich habe wirklich bloß die 28 Schuss. Das ist natürlich schlecht. Alter. Hups. Wie ist das denn passiert? Don't you say a damn thing, CJ. Wish you lonely, Loke? Hey, I like a nice mustache myself. I keep it real. I like you fake-ass motherfuckers. Come on, gangster. Let's get back to the Grove. Nah, I can't. I gotta go and sign in for this damn job. Whatever you want. You wanna ride anyway? Sure thing. Let's roll. Yo, let's roll. Hey, take me to the burger shot in Marona Beach. Gibt's da irgendwie Money für mich? Nicht so, wie es aussieht. Okay, ich glaube... Oh, halt die Klappe. Halt bitte die Klappe. Komm, steig ein. Und ganz schnell weg. Ups. So, jetzt sollten wir mal versuchen, wieder ein bisschen ordentlich zu fahren. Irgendwie habe ich gerade so leicht meinen Fahrskill verloren, habe ich das Gefühl. Aber gut, die Kiste ist halt auch nicht gerade die, mit der man die kontrolliertesten Fahrten durchführen kann hier. Hier wollte ich hin, aber eigentlich nicht gerade auf dem Dach liegend. Gut, neues Auto. Lauf, Mo! Lauf! Oh nein! Oh Gott!
Oh Gott, es läuft alles gegen mich. Der Typ ist echt daneben stehen geblieben, bis das explodiert ist. Du willst mich doch verarschen, oder? Das gibt's ja nicht. Okay, ich weiß gar nicht, wie das ist. Wird jetzt die Mission komplett wiederholt oder nur die Stelle, ab der ich es verkackt habe? Schauen wir mal. Ansonsten werde ich mal einen kleinen Schnitt reinmachen, wenn ich die ganze nochmal machen muss. Es ist die ganze nochmal. Also, kleiner Schnitt. Wir sehen uns dann, wenn wir wieder den Typen wegbringen. So, da sind wir wieder. Es hat ein bisschen gedauert. Ich habe gerade 2 Fehlversuche, glaube ich, gehabt. Weil OG Loke zu dumm war, sich auf dem Motorrad zu halten und dann nicht mehr aufsteigen wollte. Es kommt mir alles so ein bisschen buggy vor. Ich weiß nicht, war das schon immer so? Keine Ahnung, ob ich früher noch irgendwelche Patches installiert habe oder so. Naja, egal. Wir schauen mal. Also das ist jetzt wirklich, das ist ja komplett ungepatcht, ohne Mods, ohne alles. So habe ich das Spiel anno dazu mal gekauft. Das ist echt schon ewig her. Naja, egal. Wir geben den Kasper mal ab. Und mittlerweile sehe ich übrigens auch so kasprig aus. Ich dachte mir, ich passe mich mal an ein bisschen. Habe einfach mal den Hoodie ausgezogen. Ist doch viel zu warm diese Tage dafür. Zu der Jahreszeit im Hoodie rumzulaufen. Also wirklich, wer sind wir denn? So, da haben wir auch schon den Bürgershot. Raus mit dem Typen und dann schnell weg von hier, würde ich sagen. Aber leider werden wir das eine oder andere Mal wieder hierhin zurückkommen müssen. Thanks for the ride, CJ. Don't be a stranger, fool. Yeah, for sure. I'll see you around. Like a quarter pound. Oh. Later. Shut up and piss off. So, Respekt für uns. Leider nichts anderes, was ich ein bisschen schade finde. Und da wir jetzt sowieso schon mal hier stehen, würde ich sagen, wäre es doch doof, jetzt von hier wegzugehen. Denn, wenn wir mal schauen, es ist doch ein Stückchen bis zu den anderen hin. Machen wir doch einfach mal die OG Loke Mission. Warum nicht? Live the beach. Looking real technical, gangster. You ain't run off again yet? No, gangster. I'm here for good. Yeah? Well, fuck this gig, man. I'm putting together a listener party for my album. But first, I need a sound system. Hey, I'm down. As long as I don't have to go to the port. What you talking about, fool? Guaranteed I start playing, everybody'll come through. Being real OG, I really ain't into rap no more. I'm more into that hardcore gangster shit. Well, that's me, homie. That's me, OG Loke, baby. Yeah, yeah, for sure. But I only like them if they rhyme real well. You know, well, anyway, what you want me to steal? That's what I'm talking about. Love for your homies. Now check it. I caught me a real fly sound system cruising through the drive-thru. I think they're headed down to the beach for a beach party. Now check this out. I'll roll with you, and on the way, I can get a couple of freestyles. It's OG Loke in the place. You don't want to stop me with a gun in your face. Yeah, OG, man. Look, OG. Shut the fuck up. Maybe I need to do this on my own. I believe in you. Gangster for life, homie. For life. Yeah, for life, homie. Ohren bluten. Bloß gut, dass er den hier lässt. Okay, dann wollen wir mal abmachen zu der Beach Party. Eigentlich, warte mal, der hier drüben passt eigentlich besser, wenn wir am Strand fahren. Auch wenn es jetzt nicht um irgendwelche Verfolgungen geht. Wir fahren ja bloß hin, aber können uns ja mal ein bisschen anpassen. So. Eieiei, ist die Kiste schwerfällig. Ich glaube, es ist auch gleich um die Ecke. Ich meine, der Beach ist ja schon hier. Strand. Beach. Ja. Schauen wir doch mal. Ah, wer macht denn hier eine Mauer hin? Wer hat denn die schlaue Idee gehabt? Von der Stadtplanung, hä? Naja. Ach so, weil hier ein Kanal ist. Das muss mir doch jemand sagen. Warum setzen die da einen Kanal hin? Sauerei. Guten Tag, die Damen. Wenn du bei der Beachparty bist, sprich mit der DJ-Frau. Oh, DJ-Frau. Damals gab es das Wort DJ noch nicht, offenbar. Schön. So, guten Tag. Ich hoffe mal, das Lied ist nicht irgendwie GEMA lizenziert oder so. Naja, wir werden es sehen. Hi there. Ja, trackt alles. Yeah, sure. Let's see what you got. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das Kunstwerk Hollywood Swinging
des Ensembles Kool & The Gang aus dem Genre Funk des Jahres 1974, kann an dieser Stelle leider nicht aufgeführt werden. Gründe hierfür sind Raffgierigkeit, Uneinsichtigkeit und Rücksichtslosigkeit hinsichtlich gewisser Organisationen. Wir wollen an dieser Stelle selbstverständlich keine Namen nennen, doch GEMA dürfte den meisten Leuten ein Begriff sein. Aus den genannten Gründen ist Deutschland leider das einzige Land auf der Welt, in dem das erwähnte Kunstwerk per YouTube leider nicht aufgeführt werden darf. Das ist ziemlich traurig und ich vermute, Kool & The Gang wird es relativ egal sein, wenn das genannte Kunstwerk aus dem Jahre 1974, das ist über 40 Jahre her, dass sie freundlicherweise offensichtlich für das Spiel GTA San Andreas zur Verfügung gestellt haben, von einem deutschen Let's Player mit in einem Video aufgeführt wird. Ganz offensichtlich nicht unter der Berücksichtigung, dass er es als sein Eigentum ausgibt. Wenn das Let's Play schon, keine Ahnung, wahrscheinlich tausendfach von anderen durchgeführt wurde. Aber naja, so ist die GEMA und so ist nun mal der Stand mit YouTube und vermutlich wird sich daran auch nichts ändern. So müssen wir also leider mit der im Hintergrund laufenden wunderschönen Fahrstuhlmusik vorlieb nehmen, während ihr überhaupt nicht dazu passenden Tanz, möchte ich es nicht nennen, seht von CJ, der nun ja leider nicht so gut läuft, aber immerhin offenbar gut genug, als dass wir hier den Soundvan zur Verfügung gestellt bekommen. Allerdings muss man dazu auch sagen, die angestrebte Punktzahl ist nicht sonderlich schwer zu erreichen. Damit ist die Programmunterbrechung beendet und wir fahren fort mit dem Let's Play. Viel Spaß! You got some moves, wanna come and chat? Na klar! Yeah, for sure, that sounds nice. Let me take you into my office. Office nennst du das, na dann. So, damit ist aufgeschlossen und damit können wir die Kiste endlich klauen. Auf geht's! Viel Spaß ohne die Musik! Warum haben die eigentlich MPs dabei? Was ist denn das für eine Beach Party? Oh Gott, die Kiste kommt gar nicht aus dem Arsch. So, verfolgt uns denn jemand? Ich weiß es gar nicht. Wie war denn das bei der Mission? Sieht nicht danach aus. Gut, nichts dagegen. Mal die Klappe hinten zumachen vielleicht? Geht das? Ja, wunderbar. Bis zur Ordnung muss ja sein. Ne, die ist immer noch nicht zu. Sauerei, komm, zack. Okay, ich glaube, die geht auch nicht zu. Ja, die hängt ein bisschen schief in der Angel, oder? Keine Ahnung. So, auf jeden Fall haben wir damit für OG Log schon mal die Anlage. Jetzt müsste er bloß noch vernünftige Reime haben. Das wäre ganz schön, denn die Scheiße von ihm kann sich ja keiner anhören. Ganz davon abgesehen, dass man sich den ganzen Typ nicht antun kann. Falsche Entscheidung, Oma. Falsche Entscheidung. Tut mir leid. Hättest du einfach stehen bleiben müssen. Oder nach links springen. Oder nach vorne oder hinten oder oben oder unten. Aber nicht direkt vor die Karre springen. Naja. Wunderbar. Wieder mal ein bisschen Respekt für uns und leider wieder nichts anderes. Aber was willst du machen? So, wie sieht's denn aus kartentechnisch? Wo sind wir denn näher dran? Ich glaube, Big Smoke ist deutlich näher. Dann machen wir doch auch mal zu Smoke hin. Wir könnten natürlich auch noch mal Sweet probieren. Allerdings weiß ich nicht, so völlig un... Oh, Typ, musst du mir meinen Sprung versauen. So völlig unmunitioniert bin ich mir da nicht so sicher. Ich meine, mir hat ja ein freundlicher, aufmerksamer Zuschauer hat mir ja gesagt, man kann ja in der Grove Street auf einem Dach eine MP kriegen. Ich weiß gar nicht, auf welchem Dach. Soweit habe ich es mir dann nicht durch den Kopf gehen lassen. Auf welchem Dach gibt's die denn? Sollten wir einfach mal schauen. Ansonsten kann ich ja wirklich einfach mal einkaufen gehen. Wäre ja eine Option.
Dach in der Grove Street ist so ein bisschen unpräzise gewesen. Ich glaube, es war hier hinten, oder? Kann das sein? Nee. Ach, ich weiß es nicht. Naja, egal. Trotzdem danke für den Tipp. Ich muss es mir mal abseits der Aufnahme anschauen. Gehen wir doch erstmal zu Emmett jetzt. Wo war der da?